Hallo zusammen. Ja, heute mal nach längerer Zeit wieder ein Video zum Thema Fußball. Und ich möchte heute mal so ein bisschen Real Talk machen und ein bisschen erzählen und mir vielleicht auch ein bisschen in Frust voller Seele reden. Und zwar zu dem Thema, was im Moment die Medien bei so ein bisschen beherrscht seit dem Wochenende. Und zwar über das, was bei uns in der Arena los war oder besser gesagt auch nicht los war. Und zwar geht es um das Thema Stimmung. Und das ist ja bei Bayern sowieso ein ganz spezielles Thema. Und ja, dazu möchte ich ein bisschen was ja, erzählen. Da möchte ich ein bisschen was von der Seele reden, weil wir selber ja auch Jahreskarteninhaber sind, das auch schon zu Olympiastadionzeiten waren. Daher eben auch so ein bisschen in der Fanszene wirklich drinne sind, regelmäßig in der Südkurve gestanden haben. Auswärts unterwegs, Europapokal, Amateure, Bayern-Mädels. Also wirklich, ich kann von mir behaupten, oder mein Mann und ich können das von uns behaupten, wir sind nicht die typischen ja, Sitzplatzfans oder TV-Fans vom FC Bayern, sondern wir gehörten schon lange der richtig aktiven Fanszene dort an. Mein Mann war auch früher mal Mitglied der Schickeria München, sprich der Ultragruppierung. Und deshalb denke ich, dass ich da einiges zu ja, sagen kann, was diese ganze Stimmungssache und auch was da in den Medien jetzt kommt, betrifft, was wirklich Hand und Fuß hat, beziehungsweise auch von Erlebnissen und ja, vielleicht Gründe und so weiter erzählen kann. Und da will ich jetzt einfach mal, wie gesagt, loslegen. Ich weiß noch nicht, das wird vielleicht auch ein bisschen chaotisch oder mal durcheinander oder so, weil das ist emotional. Ich sage, Fußball muss Emotion sein, Fan sein muss Emotion sein, das kommt viel zu kurz mittlerweile. Und daher warne ich euch schon mal vor, dass es höchstwahrscheinlich sehr, sehr lang wird. vielleicht auch eben, wie gesagt, ein bisschen durcheinander, weil man vielleicht mal von Höckskin auf Stöckskin kommt. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, der eben selber auch Fußballfan ist oder vielleicht auch mal für die gegnerischen Fans, die Fans oder auch Sympathisanten anderer Vereine, die immer nur mit Häme da gucken, hey, die Bayern-Fans haben ja sowieso keine oder die Bayern haben ja sowieso keine Fans. Daher vielleicht mal einfach ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Ja, wie schon gesagt, die Presseseiten sind voll damit, bei Facebook, die ganzen Magazine, die man so abonniert hat und auch sonstiges, alles so von wegen ist darauf ausgerichtet, dass es hieß, ja, ne, Union geht da 4-0 unter, aber die Fans machen Party und verhöhnen auch noch gleichzeitig die Bayern-Fans, weil keine Stimmung. Ne, so für ein Heimspiel seid ihr ganz schön laut, klang es. Sehr, sehr deutlich, sehr, sehr lang. Das ist nichts, was ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Lied schon von gegnerischen Fans in der Arena gehört habe. Nur kam das in der Regel meist am Fernsehen nicht so doll über. Zwar mal das ein oder andere Mal oder so, aber nicht so extrem, wie das jetzt am Wochenende der Fall war. Logisch, denn es fehlt die komplette Fanszene, die durch diesen ganzen Corona-Regelkram halt gesagt hat, wir gehen dann auch nicht hin. Und selbst wenn, könnten eh noch nicht alle kommen. Ist ja noch alles reglementiert, auch von den Zahlen her. So, und dann ist es klar. Wenn die aktive Fanszene, sprich die Südkurve, nicht da ist. Und damit meine ich nicht, dass in der Südkurve welche stehen, weil jetzt kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, wieso? In der Südkurve waren doch alles welche, da waren doch Fans. Ja, aber das ist nicht die Südkurve. Denn die Südkurve ist nicht nur der Ort dort im Stadion. Die Südkurve, das ist einfach, das sind die Leute, die diese Kurve mit Leben füllen. So, und da gibt es halt Leute, zu denen zähle ich mich auch, zumindest zählte ich mich bis vor einiger Zeit zu den Extremen dort. Bis das bei mir eben durch diverse Sachen auch leider alles abgeflacht ist. Vielleicht kann ich das später nochmal mit einbinden. Aber ich sage jetzt erstmal, dass ich da auch zugehöre in dem Sinne, weil ich habe ja noch meine Jahreskarte und ansonsten waren wir ja auch alle 2 Wochen unten. 750 Kilometer eine Strecke, Europapokal und. So, und diese Leute, die wirklich so für diesen Verein brennen, die das Ganze mit Herzblut machen, die wirklich auch dahin gehen ins Stadion, nicht um da einfach nur zu stehen und zu konsumieren, sondern die dahin gehen mit der Absicht, ich möchte meine Mannschaft nach vorne pushen, wenn es so gut läuft, dass ich die Mannschaft nicht pushen muss, was ja oftmals bei uns der Fall ist, kann man ja nicht anders sagen, dann möchte ich die Mannschaft aber dafür feiern oder ich möchte der Mannschaft zeigen, finde ich toll, was da abgeht und. So, und das ist halt die Südkurve, sprich die Leute, die da stehen. Nicht die Kurve an sich mit ihren Wellenbrechern oder teilweise ja noch Sitze. So. Und deshalb, die Südkurve war also ja logischerweise nicht da. Und da hat man dann gemerkt, was fehlt, wenn wirklich der aktive Kern wegbricht.
Und das, finde ich, sollte eine Warnung sein für alle, auch für den FC Bayern, dass man mal ganz anders mittlerweile mit der Fanszene auch mal anfängt umzugehen, denn da ist ja schon länger ein Bruch drin. Und das ist ja auch eine Sache, weshalb wir uns mittlerweile sehr, sehr entfernt haben vom ganz Extrem. Und Fußball geht über alles auf. Ja, immer noch schön Bayern-Fan zu sein, wird auch nie vergehen, diese Liebe zum Verein in dem Sinne. Aber das Extreme sind wir nicht mehr bereit zu geben. Wir sind nicht mehr bereit, uns quasi von Freitagabend irgendwo ins Auto zu setzen, um dann in einen Bus zu steigen, um nach München zu fahren, ein Spiel zu gucken, wieder in den Bus zu steigen, im Bus zu schlafen, sonntags komplett im Arsch zu sein, um es mal so auszudrücken. Und das mittlerweile auch montags sich das noch hinzieht, weil man wird ja auch nicht jünger. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo wir 20 waren. Das alles in Kauf zu nehmen, für so wie man die aktiven Fans behandelt, das sind wir nicht mehr so und das passiert mit immer mehr Leuten, die wir auch kennen und mit denen wir sprechen. Und jetzt in der Corona-Krise sieht man eigentlich, was dann passiert. Die Stimmung bei uns, die war schon immer so, dass man sagen konnte, dass die gegnerischen Fans und Sympathisanten anderer Vereine schon nicht ganz zu Unrecht immer gesagt haben, oh, das Operettenpublikum in der Allianz Arena oder ach, die Bayern, das sind doch fast alles nur Erfolgsfans oder Kunden. Ich selber benutze den Begriff. Ich sage auch, wir haben mehr Kunden und Eventfans, als dass wir wirkliche Fans mit Herzblut für den Verein haben. Das bleibt bei so einer Masse nicht aus. Ich meine, ne, da sind in China irgendwelche Fanclubs. Ich habe mal, was weiß ich, wo es noch überall Fanclubs gibt. Ne? Ja klar, New York und so, das ist bekannt. Aber ich glaube, Kenia hat mir mal eine Freundin erzählt. Die war in Kenia und da gab es eine Hütte, da war irgendwie was mit FC Bayern Fanclub Kenia dran. So klar, dass da bei der Masse natürlich auch viele Mitläufer oder wie soll man sagen, sind. Wobei ich glaube, dass da mehr Herzblut bei den Leuten drin ist, die so weit weg sind und sich dafür aufopfern, als bei so manchen, der hier in Deutschland wohnt und sagt, ich bin Bayern-Fan oder meint, er ist Bayern-Fan, weil er eine Bayern-Jacke trägt oder ein Trikot. So, das aber mal nur am Rande als zur Erklärung. Also ich habe kein Problem mit, das zuzugeben, dass in der großen Summe diese Leute, die das kritisieren oder die das so ein bisschen hämisch sagen, leider, leider recht haben. Das war zu Olympiastadionzeiten so, dass man Stadion auch nicht immer so voll gekriegt hat, logischerweise. Und auch da gab es natürlich so, gerade auf den Sitzplätzen, dass die Leute einfach zu nichts zu bewegen waren. So, das ist jetzt also nichts Neues, was mit der Arena kam. Aber in der Arena hat sich das alles verschlechtert. Für mich ist es auch so, dass ich sage, mit ausschlaggebend oder ein Wendepunkt war mit Sicherheit 2006. Das, was viele als Sommermärchen bezeichnet haben, sprich die WM im eigenen Land, ist für mich eigentlich der Sommeralbtraum in Sachen Fußball. Denn mit diesem Moment wurde Fußball noch mehr zum Event stigmatisiert. Diese ganzen Public Viewings, die Leute auf der Straße, die den Fußball als Nebensache betrachtet haben und die Party stand im Vordergrund. Leute, die sonst mit Fußball nichts am Hut haben, aber es war dann halt hip, im eigenen Land da irgendwo zu stehen, sich schwarz-rot-goldene Farbe ins Gesicht zu schmeißen, Hawaii-Kettchen in schwarz-rot-gold um und dann hat man Deutschland, Deutschland gebrüllt. Teilweise die Leute, die da standen und nicht mal wussten, wer steht denn da überhaupt auf dem Platz, wer ist denn das, vorher nie gesehen. So. Ab da wurde ja Fußball so ein bisschen, ja, vom, ich sag mal, vom Pöbelsport oder wie man es nennen soll, also Kurve, assig, Fußballstadion wird immer oder wurde lange immer nur mit asoziales Verhalten, Saufen und so weiter beschrieben. Und für viele, ich sag mal auch für viele Frauen, ohne dass das jetzt irgendwie klischeehaft klingen soll, ich bin ja selber eine Frau, ich glaube, ich darf das sagen, auch für viele Frauen wäre es nie in Frage gekommen, sich in die Kurve zu stellen und da zu stehen zwischen den Hassis, wo gepöbelt wird, wo Wörter fallen, die man sonst im Alltag auch nicht gebraucht. Ich benutze die im Alltag auch nicht, die ich teilweise in der Kurve benutze. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. So, aber das wurde auf einmal schick, weil die Leute ganz andere Vorstellungen hatten und auf einmal kam so ein Publikum auch in die Stadien. Man hat das selber auch gemerkt. Als jemand in der Kurve hat gemerkt, wie sich peu à peu das ganze Klientel verändert hat. Wie in München, sicher nicht so extrem wie vielleicht andere Stadien, die auf einmal dieses Problem auch in gewisser Form hatten. Aber auch für mich in München habe ich das wahrgenommen, weil das Ganze sich dann auf einmal nicht mehr nur auf die Plätze, auf den Tribünen beschränkte, sondern weil auch immer mehr solche, ich nenne sie bewusst nicht Fans, weil für mich sind es keine Fans, weil auch immer mehr solche Leute in der Kurve auf einmal waren, sprich da, wo der Stimmungskern ist, da, wo die Leute stehen, die für den Verein alles, aber wirklich alles geben, die
was weiß ich, in der Woche, die ihren Urlaub komplett nach dem Spielplan richten, nach Champions League, nach DFB-Pokal, nach Bundesliga, die dann auf einmal auch teilweise in der Woche ja ist und so weiter. Diese Leute, die sagen, ich verzichte auf Urlaubsreisen, dafür geht mein ganzes Geld zum FC Bayern. Die Leute, die vielleicht auch sagen, ah gut, dann komme ich halt nicht zur Familienfeier und wenn Oma sauer ist, kann ich nichts dafür, aber es spielt der FC Bayern. So. Sprich, die Herzblutfans, die in der Kurve stehen, die schreien sich die Seele aus dem Leib, die supporten, die machen sonst was. So, und in diese Kurve, wo die Fankultur noch wirklich so lebte, wo Fußballkultur auch noch lebte, oder ne, das alles, kamen plötzlich immer mehr solche Leute. Man hat auf einmal ja total aufgetakelte Frauen dort wahrgenommen, die nicht falsch verstehen. Die können von mir aus da, wer weiß, was weiß ich, wenn die meinen, die wollen im Abendkleid kommen, würde ich wahrscheinlich ein bisschen lächeln. Solange die aber sagen, naja, es macht mir aber nichts aus, wenn auf mein Abendkleid jetzt Bier fällt oder wenn mich jetzt gerade jemand schubst und dann reißt mir vielleicht das Kleid ein, habe ich kein Problem mit, ich mag es nur gerne anziehen, dann hätte ich auch kein Problem mit solchen Leuten. Die können von mir aus da stehen und mit denen würde ich mich wahrscheinlich bestens verstehen. Ich ziehe ja gerne selber auch mal mein Abendkleid an, wenn ich auf dem Schiff unterwegs bin. Nur bin ich immer der Meinung, man sollte sich dem Ort, dem man hingeht und dem Ereignis entsprechend anziehen. Aber wie gesagt, das wäre insofern kein Problem, wenn die sich nicht aber dann auch noch so benehmen würden. Sprich, wenn die nicht auf einmal so ein bisschen so etipetiert, oh nee, fass mich nicht an, so wenn man halt sich einhakt und anfängt zu hüpfen, dass die ganze Kurve hüpft und die schon so sind, ja, nee. Oder wenn dann halt mal Bier beim Springen spritzt und man kriegt das ab, dann haben die sich weiß, bitte, dann gehe ich nicht in die Kurve. Aber das war halt so. Es kamen immer mehr, die einfach da mal stehen wollten, weil es hip war, weil es toll war, mal zu sagen, oh, ich stand in der Südkurve. Dann kommt natürlich dazu, Fußball wurde auch immer teurer, die Karten, das ist klar. Und in den Kurven, da wo auch die Stehplätze sind und so weiter, ist der Preis natürlich niedriger. Das ist der niedrigste Preis, den man da bekommen kann. Und viele haben dann gesagt, naja, ich kann mir so gar nicht leisten, so viel, dann stelle ich mich da hin. Alles kein Problem. Aber dann bitte doch, wenn ich in der Fankurve stehe, von da, wo der Support kommt, von da, wo die Stimmung überschwappen soll, dann muss ich mich doch bitte an der Stimmung beteiligen, sonst mache ich da alles kaputt. Weil wenn zwischendurch immer mehr solche Leute kommen, die nicht Lust haben mitzumachen, die sich eher so, nee, 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 ich möchte mich jetzt auch nicht mit Fremden einhaken oder, oh nee, hüpfen, oh, jetzt auch noch die Arme hoch und klatschen, nee. Ja, die dann so da stehen. Es ist nicht selten stehen da Leute so. Natürlich auch Leute, die schon ewig da sind. Da gibt es auch genug, die mittlerweile fast nichts mehr supporten und es gibt auch Leute, die wollten das noch nie und die stehen da. Ist auch nicht schön, aber das war nie die Masse. Nur jetzt wird es immer mehr und dann ist es schwierig, da ordentlichen Support reinzukriegen. Der Konflikt zwischen normale Fans in der Kurve und Ultras ist dann nochmal sowas. Dann, ne, die einen wollen nicht das, was die Ultras singen, die Ultras nicht das andere. Sowas kommt dann nochmal on top. Aber da hat man meist immer irgendwo so ein bisschen so einen Weg gefunden, weil auch irgendwann dann später Dialoge stattfanden mit normalen Fanclubs und Ultragruppierungen und. Aber wie gesagt, diese anderen Probleme waren halt nicht zu überwinden, weil du die Leute auch nicht in ein paar Minuten aufklären kannst, was ist hier in der Kurve Sache. Ich weiß noch genau, als ich damals mein erstes Mal Südkurve damals im Olympiastadion hatte, damals noch ohne Jahreskarte, weil die habe ich etwas später durch viel Glück bekommen können. Ich hatte vorher mir ein paar Spiele von der Tribüne angeschaut, aber ich hatte damals schon immer das Gefühl, ich will da mitmachen. Wenn aus der Kurve es kam, ich habe das für mich an meinem Platz mitgemacht. Damals haben schon Leute komisch geguckt auf den Sitzplätzen. Es war mir aber damals egal, da war ich eh noch so teenie-mäßig noch oder gerade so mein Führerschein und alles, also noch recht jung. Und mich hat das fasziniert. Ich brannte für diesen Verein. Ich war so happy, überhaupt mal dabei zu sein. Und ich wollte immer ein Teil dieser Südkurve sein. Ich fand das damals toll, wenn der Trompetenklang überschwappte. War ja damals noch der Manni. Damals war das für mich ein ganz großes Idol. Ich wusste ja gar nicht, ich kannte ihn nur von Bildern, so auch teilweise aus Sportbild und so, die Anekdoten. Da möchte man mittendrin stehen. Später habe ich ihn auch kennengelernt. Wir haben auch schon da irgendwo gefeiert. Leider lebt er ja mittlerweile auch nicht mehr. So, das war für mich immer das Größte. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich irgendwas. Ne, ich habe dann vorher immer geguckt, wie sind die Lieder. Ne? Auch wenn es damals gar nicht so einfach war. Heute kannst du jeden Kurventext irgendwo nachlesen auf den Seiten. Irgendwo, ne? Da steht ja überall. Und man könnte sich das vorher anschauen. Das ging damals nicht. Da musste man zuhören und dann mal mit einstimmen und so weiter. Das habe ich mitgemacht. Heute macht das selbst die Leute in der Kurve nicht. Und ich habe damals gedacht, wenn du da jemals stehst, da wirst du so mitgerissen. Und dann, wie gesagt, war irgendwann das Glück da, dass ich eine Tageskarte für die Südkurve ergattern konnte und dann dahin bin. Und ich habe dann erstmal geschaut, ja, wo
stehen denn die ganzen Leute? Wie stehen die da? Wo könnte ich mich jetzt hinstellen? Es war für mich immer klar, dass dort die Leute stehen, die ständig beim FC Bayern sind, die den Verein schon ewig begleiten und dass ich da erstmal ein ganz kleines Licht bin und dass ich da eigentlich noch gar nicht richtig zugehöre, weil ich habe für mich damals schon gedacht, da muss man irgendwo sich seinen Platz auch erarbeiten oder da muss man was für leisten und beweisen, dass man wirklich Fan ist, um da ein Teil zu werden und dann richtig aufgenommen zu werden. Heute ist das so, die Leute meinen, das ist ihre Kurve da, also so nach dem Motto, also ich will da gleich auch nochmal, ich mache jetzt hier erstmal dieses Thema zu Ende, sprich, dass ich damals wirklich gesagt habe, das ist Ehrfurcht, da guckt man, wo gehört man überhaupt hin und wo sind die Leute, die da einfach mehr Anspruch haben, weil die da eben jede Woche stehen und beziehungsweise alle 2 Wochen und manchmal unter der Woche und so weiter, dass man seinen Platz da einfach eben findet. Und für mich wäre es da nicht in Frage gekommen, wenn irgendeiner da sagt, so, wir klatschen jetzt hier ein, dass ich da gestanden hätte und gesagt hätte, nö, mach ich nicht. Dann muss ich auf einen anderen Platz gehen, aber in der Kurve habe ich sofort, klar, so, da mache ich mit. Und das war für mich eh nichts, wo man mich zu motivieren musste, sondern das hat mitgerissen. So. Und das fehlt nämlich jetzt komplett. Und da gebe ich euch jetzt auch mal so ein, zwei Anekdoten aus der Kurve, wo ihr dann jetzt mal hören könnt, was da für Leute stehen. Ja, und zwar ist es mittlerweile so, wenn wir da in der Kurve, in der Südkurve, jetzt ja mittlerweile Allianz Arena, wir waren auch immer ein relativ fester Trupp von denen, mit denen man dann auch irgendwann mal befreundet war oder sich öfter gesehen hat und so weiter, auch vor dem Stadion dann schon mal was unternommen hat, die dann auch immer so an bestimmten Stellen standen. Man hat da einfach so seine Stammplätze, auch wenn es dann natürlich keine festen Plätze gibt. Und ja, dann war mal ein Beispiel, da sind wir dann da hingekommen, an dem Wellenbrecher, so in dem Bereich, wo wir immer standen, stand dann eine Frau, keine Ahnung, wie alt sie war, mit einem sehr jungen Herrn dabei, wo sich dann der herausstellte, war Mutter und Sohn. So, die standen da schon, ist ja kein Problem, weil wir haben keinen Anspruch auf die Plätze. Wir sagen zwar immer, wir gehen in diese Richtung, aber es ist ja klar, dass es da keine festen Plätze gibt. Wir also ganz normal dahin, da noch mit, ich weiß gar nicht, was waren wir, zu fünft oder so, wussten aber natürlich die anderen, da kommen halt noch mehrere nach. Man ist dann irgendwann mal so mit 20, 30 Leuten, die so in unmittelbarer Nähe stehen, die man, mit denen man einfach immer irgendwo steht. So, wir kamen da also schon mit unserem Trupp an, sind da ganz normal hin, haben uns damit zugestellt, wie das halt so ist in der Kurve. Ne? Dann fingen die schon so an. Das geht aber nicht, hier stehen wir schon und da kommt gleich noch einer. Ich sehe, da werden auch noch ganz viel mehr kommen. Ich so, das ist halt so, hier in der Kurve, da wird es nachher sowieso ein bisschen enger, da kommen mehrere, so in dem Tenor habe ich dann gesagt, boah, wörtlich kriege ich es jetzt natürlich nie mehr zusammen, aber so in der Art. Ich so, auch von uns kommen gleich noch ein paar Leute und habe das dann einfach ihr gesagt und war auch freundlich dabei und habe gedacht, okay, die ist vielleicht das erste Mal da, die weiß es vielleicht auch noch nicht. Man ist dann ja auch nicht sofort irgendwie so, dass man so macht, was willst du hier, sondern ich bin dann immer so, ja, okay, ist jetzt für jeden ist es immer mal das erste Mal. Und wenn die es halt noch nicht wissen, man sagt ihnen halt, wie es da abgeht und wenn die sich dann dran beteiligen, ist ja auch gut. So, aber es war halt nicht so, ganz im Gegenteil. Diese, das geht nicht, dass hier dann so viele drumherum stehen, da ist hier dann gar nicht mehr genug Platz. Ich so, es wird nachher sehr voll. Ich sage aber, was ihr machen könnt, eure Karten, ihr könnt damit auch in die äußeren Blöcke von der Südkurve, die gelten also auch da kommt ihr auch mit rein, steht ja drauf, die Blöcke, die ihr alle nutzen könnt. Und da ist es ein bisschen besser, da könnt ihr notfalls sogar einen Sitzplatz nehmen oder so, da ist es dann auch nicht so. Ich sage, weil hier wird es nachher nicht nur eng, sondern es wird auch gehüpft und es kann mal Bier fliegen und so weiter. Nee, wir stehen jetzt aber hier so um. Also sie wollte dann so diskutieren und war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, ja, gut, dann bleibt hier stehen, aber wir werden hier auch stehen und es werden von uns noch mehr kommen und es werden auch noch andere Leute kommen. So, fertig, ist halt so. Hat es dann ignoriert und gedacht, ja, lass die da stehen. So, dann ist es ja halt so, klar, wenn dann das Spiel losgeht, es wird mal gehüpft, es sollen sich alle einhaken, es sollen einklatschen. Ihr kennt das, wenn ihr selber jetzt guckt als Fans oder was weiß ich, oder vom Fernseher kennt, man weiß es ja. So, das haben wir natürlich auch gemacht und in dem Spiel, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wer der Gegner damals war. Das müsste ich jetzt überlegen, weil wie gesagt, wenn man alle 2 Wochen fährt, ganz normal Bundesliga, das Ereignis ist mir da prägender im Gedanken wie mal das Spiel, das will schon was heißen. Es war aber auf jeden Fall ein Spiel, wo wir sehr, sehr früh das 1-0 gemacht haben. Das heißt, es ging sofort mit einem Torjubel los und wie es dann so ist, man ist von hinten fallen welche auf dich drauf, du selber fällst. Das ist die Gefahr in der Kurve. Ich habe auch schon ein schlimmes Erlebnis gehabt. Ich bin in Bielefeld, haben sie mich mal, da stand ich direkt vor dem Wellenbrecher und es kamen von oben wirklich ganz viele auf mich draufgeflogen und ich habe da gesessen, ich bin zusammengeklappt, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Also auch das hatte ich schon.
Natürlich ist das nicht schön, aber wenn ich in die Kurve gehe, muss ich damit halt rechnen. Das muss ich mir überlegen, ob ich das mag oder nicht. Aber das kann man nicht verhindern, weil es wird einfach, wenn man hochspringt, man verliert mal das Gleichgewicht. Das ist ja gar nicht immer absichtlich. Klar, manche machen das auch absichtlich, damit es cool aussieht, wenn alles fliegt. Aber es kann ja auch so passieren. Und so war es dann eben auch. Zudem haben wir natürlich ein bisschen Bier abgekriegt, weil die meisten hatten noch volle Bierbecher, aber die kamen noch so, bring mir mal mein Bier mit vor dem Anpfiff noch. So, klar kriegst du dann auch Bier ab. Bierdusche, das alles, das ist so, man klebt, das ist nichts Ungewöhnliches. Da ging das natürlich sofort schon wieder los. Und dann hat sie gemeint, wir würden sie schubsen und das geht ja gar nicht. Und dann waren die am Diskutieren und dann wollte der Junge schon meinem Mann an die Gurgel. Und dann haben wir irgendwann die Ordner geholt und die Ordner haben dann den Sohnemann rausbefördert. Die Mutter stand dann da alleine. Wir fanden es lustig, weil wir haben gesagt, wenn ich hören, wir müssen fühlen. So, und dann in der Halbzeitpause ist sie dann irgendwann auch weg und ist auch nicht wiedergekommen. Hat sie vielleicht dann mal geschnallt, das, ne? Und das sind so Sachen, und das ist nicht einmal passiert. Solche Anekdoten hat man zigfach. Oder eben auch Europapokal auswärts. Es ist ja dann so, Champions League, es gibt dann nur Sitzplätze, auch vorwiegend in England. Es sind ja sowieso alles All-Seater. Und der normale Fan, der in den Fanblock geht, der weiß, dass es da keine Plätze gibt. Da sitzt niemand, auch wenn da Sitzplätze sind. Niemand von der aktiven Fanszene kommt auf die Idee, auf seine Karte zu schauen und zu sagen, ah ja, Reihe so und so, Sitz so und so, da muss ich jetzt hin. Nein, das macht man nicht. So, oder auch beim Pokalfinale in Berlin. Das macht kein Mensch. So, ne, wo die Kurve ist. So. Aber es gibt halt immer welche, die das nicht wissen und die das dann auch darauf bestehen, dass die genau den Platz kriegen, obwohl wir sagen, es stehen hier alle drumherum. Es ist so. So, und warum informiere ich mich über sowas nicht? Dann bestelle ich nicht diese Kategorie, wo ich weiß, das ist die günstigste Kategorie, das ist die Kategorie der aktiven Fans oder wo meistens die aktiven Fans stehen. Oder ich nehme es dann so hin, wenn es dann so ist und muss es damit leben, wenn ich das vorher nicht weiß, wenn ich mich selber nicht informiert habe. Und da gibt es dann auch immer Diskussionen, das ist aber mein Platz und das hat sich so gehäuft in der letzten Zeit. Und dann muss man sich nicht wundern, dass die Stimmung halt auch immer schlechter wird, weil was willst du machen, wenn du da so viele Leute dazwischen hast? Wenn man dann mehrere solche Leute irgendwo verteilt im Block hat und die zwischen den oder Stimmungsgrüppchen überall stehen, dann kommt vieles nicht über, weil man ist ja auch darauf angewiesen. Im besten Falle geht es von unten, da wo der Kapo steht und das Ganze organisiert oder den Support auch organisiert, geht es dann wirklich nach oben durch, auch von der Lautstärke her, dass die oben überhaupt mal hören, was wird denn da unten angestimmt. Und nur dann kann natürlich die ganze Masse mitmachen und es wird lauter. Wenn aber dazwischendrin alle welche sind, die sagen, moin nicht mit. Ja, dann kommt keine Stimmung auf. Und dann sieht es auch scheiße aus, um es mal ja, deutlich auszudrücken, wenn man sagt, so, jetzt alle die Hände hoch und dann einklatschen. Das sieht gigantisch aus, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, aber nur wenn alle mitmachen und nicht, wenn die Hälfte davon irgendwo verteilt steht, so, ui, guck mal mit. So, und das haben wir immer mehr und auch in der Südkurve. Und die letzten, ja, anderthalb Jahre vor Corona war es schon so, dass es so extrem wurde, dass wir uns eigentlich jede Woche oder jedes Heimspiel, also alle 2 Wochen, richtig über irgendwas geärgert haben, dass wir immer irgendwelche solche Situationen haben, wo wir schon dann schon keinen Spaß mehr hatten und das irgendwie so auf die Stimmung drückte. Aber ich gesagt habe, das ist nicht mehr meine Kurve, das ist nicht mehr das, was das alles ausgemacht hat. Und ja, und dann ist es natürlich so, von den Sitzplätzen brauchen wir überhaupt nicht reden. Die kriegst du nur mal mit dem Hintern nach oben beim steht auf, wenn ihr Bayern seid, wenn das Spiel wirklich fantastisch ist und am besten schon 4-0 und wir am besten schon 4-0 führen, sonst wird es schwierig. Gleiches gilt irgendwie für die Nordkurve, um die mitzunehmen. Das Bayern-Echo, ja, das klappt meistens, aber sonst, ja, nee, also und von diesen Leuten kommen immer mehr und seit 2006 hat sich das immer mehr so entwickelt und natürlich auch mit den Erfolgen kommen auch immer mehr Erfolgsfans, die wirklich sagen, oh Bayern, oh schon wieder Meister, oh das ist cool, aber wenn, dann gehe ich mal zum FC Bayern. So, es ist verdammt schlimm und schade für die Leute, die wirklich mit Herzblut an diesem Verein hängen, denn die werden immer mit diesen Leuten mit in einen Topf geschmissen und man kann es sogar in gewisser Weise verstehen, weil eben die Mehrzahl wirklich so ist. Das müssen wir ja selber sagen, wir kriegen es ja mit. Aber es ist halt so. Und das ist mit ein ganz großes Problem, was die Stimmung betrifft. Und jetzt, wenn die aktive Fanszene gar nicht da ist, sprich die supportwillig sind, überhaupt nicht im Stadion sind durch die ganzen Corona-Regeln, dann stehen da fast nur Leute wie die. Und ja, wo soll dann jemand singen? Und dann ist es klar, dass du
die Union-Fans lauter hörst und das im Fernsehen auch richtig rüberkommt und nicht nur mal für einmal kurz und dann macht die andere Kurve wieder was, weil man hat ja dann zumindest versucht, gegenzusteuern, sondern eben relativ dauerhaft. Und dann kommen solche Schlagzeilen, wie wir sie jetzt haben. Aber das ist ja diese Event-Fans oder diese Leute, die da einmal im Jahr ins Stadion fahren, die sind ja nicht das einzige Problem. Aber dazu noch kurz, bevor vielleicht, wenn das jemand so weit geschaut hat und jetzt böse Kommentare kommen, so von wegen, ja, nicht jeder kann sich das leisten, so. Ja, ist auch gar kein Thema. Ich will eigentlich auch nicht pauschal jemanden verurteilen, der nur einmal im Jahr ins Stadion kann. Denn auch wir kennen solche Leute. Auch wir im Fanclub haben teilweise solche Leute dabei gehabt. Aber der Unterschied ist, bei denen, die wirklich mit Herz und Blut beim Verein sind und die darauf brennen, überhaupt wieder ins Stadion zu können, weil sie sagen, ich kann es mir vielleicht nur einmal im Jahr leisten, sei es wegen Geld, sei es aber auch vielleicht wegen Arbeitszeiten, Familie, was auch immer, die brennen dann. Die sind dann dabei und die freuen sich ihres Lebens und machen Feste mit. Also zumindest die, die wir kennen, die wirklich, wirklich Fans sind. So, da ist es also nicht die Frage danach, wie oft geht man ins Stadion, sondern wie verhält man sich dann im Stadion. So. Und von daher, wenn ich so sage, die einmal im Jahr Fahrer, dann meine ich eher so die, die das als Event sehen und sagen, ich möchte da mal bei sein. So, also nicht die Fans, die sich einfach aus anderen Gründen nicht leisten können, aber dann trotzdem brennen. Weil wie gesagt, ich war ja damals nicht anders. Damals konnte ich ja auch noch nicht alle 2 Wochen dahin, wo ich noch relativ abhängig auch von den Eltern war, Führerschein und sowas alles. So, aber wenn ich dann da war, her. Oder wir waren einmal in Barcelona und haben dann ein Heimspiel von Barça mitgenommen. Wir sind große Barça-Sympathisanten. Fans würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist eben die Abstufung, die ich auch immer bei Bayern mache. Wir finden Barça ganz toll, wir gucken das gern. Natürlich, gerade da, wo Messi damals noch da gespielt hat, war das auch schön anzusehen. So, und dann haben wir gesagt, wir nutzen das jetzt mal. Wir konnten Karten dann noch da kaufen, die konnte man da ja relativ frei bekommen. Und dann standen wir auch dort in der Barça-Kurve, so gesehen, also mitten in den Barça-Fans. Und ich kann kein Spanisch, außer so vielleicht mal Hola oder sowas, ne? Das ist eine typische Urlaubsfloskel, kann ich kein Spanisch. Das heißt, die Texte hätte ich nicht mitsingen können. So, aber weil man da mit drin stand, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, da einfach nur so zu stehen, weil dann hätte ich mich nicht unter diese Fans gemischt, sondern ich habe dann zwar nicht die Texte singen können, aber dieses Lalala, oh, diese gewissen Sachen, die gibt es einfach in allen Stadien der Welt in irgendeiner Form, die Melodien. Da habe ich immer mitgemacht, das Klatschen. Dann natürlich Messi hat Tor geschossen und natürlich das langgezogene Messi. Ich habe es geliebt, das einfach mal mitzuschreien. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass ich da stehe und das nicht mitmache. So, und wenn ich dann noch sagen würde, das ist mein Verein und ich bin Fan von dem Verein, dann kann ich es mir erst recht nicht vorstellen. Also wer sich Bayern-Fan nennt, ins Stadion geht und dann so emotionslos dieses Spiel dort, sage ich mal, an sich vorüberstreifen lässt. Der muss sich nicht wundern, wenn er nicht als Fan gesehen wird, sondern allerhöchstens als Sympathisant. Und selbst manch Sympathisant hat mehr Herzblut als mancher, der sich als Fan bezeichnet. So, also das ist zum Beispiel, also das ist in meinen Augen das allergrößte Problem, was wir haben. Noch mehr Eventfans und Sympathisanten, als wir sie ohnehin schon mal hatten. Und das Ganze, was sich von Jahr zu Jahr eher verschlimmert. Aber es gibt halt noch ein paar Punkte. Ja, und zwar ist das die Art und Weise, wie man unser Stadion da gebaut hat, beziehungsweise dann die Platzierung vorgenommen hat. Es war der absolut größte Fehler, diese Idee von eine Nordkurve und die Südkurve, sprich beides Heimkurven. Intention war damals ja mal da, dass Bayern gesagt hat, ich glaube sogar Karl-Heinz Rummenigge hat es gesagt, der hat ja oftmals solche komischen Sachen rausgehauen, dass er gesagt hat, das hat man gemacht oder man wollte das, damit unsere Torhüter dann immer quasi wie die Heimkurve hinter sich haben. Egal, ob sie im Norden oder im Süden stehen. Also, ne, egal, ob die Seite gewechselt wird oder nicht. Ich will mal behaupten, dass das die Idee ziemlich nach hinten losgegangen ist. Einfach schon mal alleine aus dem Grunde, wenn man sowas dann schon macht, es ist ja klar, dass man in einer Fanszene, wo eh nicht die Masse an supportwilligen Leuten sind, man gar nicht so viel Supporter in beiden Kurven hat, dass beide Kurven gleich lautstark werden. Dann ist es eben so, man hat damals ja die Fanszenen auseinandergerissen. Es mussten Leute in die Nordkurve, sind von ihren Fanclubs, von Freunden und so weiter getrennt worden, mit denen man supportet hat. Das hat auch nochmal so einen Cut gegeben. Aber dann kommt noch der größte Fauxpas, den die da gemacht haben, wo man einfach merkt, die sind nicht drin und die haben sich da scheinbar nicht wirklich die Gedanken drüber gemacht, die von der Praxis herrühren. Denn dann hat man zu einem Überfluss sich entschieden, den Gästeblock in den Oberrang und das Dach zu machen. Sprich, da, wo richtig geile Akustik dann kommt, dadurch, dass das Dach da noch ist. Und es ist ja dann logisch, wenn dann auch noch so wirklich so starke Szenen kommen, wie Dortmund, wie Frankfurt oder dann auch Schalke.
dass das Ganze dann eher das Gegenteil bewirkt, weil die dort auf jeden Fall zumindest die Nordkurve komplett übertönen, weil in der Nordkurve dann auch nicht wirklich organisierter Support war, nichts, da waren mal einzelne Grüppchen, die was gesungen haben, wenn überhaupt. Das konnte nicht gut gehen. Also ich wage mal zu behaupten, dass besonders auch ein Manuel Neuer bei einem Spiel gegen Schalke nicht annähernd irgendwas von zweimal Heimvorteil oder zweimal Heimkurvengenuss hatte, denn gerade so am Anfang war da ja noch diese ganze Emotion durch diesen Wechsel. Und also dieses ganze laute, naja, ich sag die Wörter jetzt hier alle nicht, ich weiß ja nicht, ob TikTok dann so ein Video sperren würde, wenn man hier mal einfach nur die Kurvengesänge wiedergibt, also lasse ich es, aber ihr wisst es, was da so alles kam, so nette Bezeichnungen, die waren sowas von laut, der hätte vermutlich selbst die Südkurve, wenn sie denn gewollt hätte, denn da gab es ja damals auch, also das kennt man ja auch, dieses ganze Thema, aber das springt jetzt in den Rahmen, aber selbst wenn wir dann gesagt hätten, Moment mal, so geht man hier nicht mit unseren Spielern um und wir gehen da mal gegen, ich glaube, selbst dann hätten wir das nicht schaffen können gegen solche Szene wie die und dann, wie gesagt, dadurch noch unterm Dach. Was man sich dabei gedacht hat oder auch nicht gedacht hat, ich habe keine Ahnung, also, aber es ist der größte Schwachsinn und wenn man das nicht irgendwann mal endlich ändert, dann werden wir es immer schwieriger haben, da gegen gewaltstimmige oder gewaltige Stimmen, nicht Gewalt in Form von Prügeln oder so, sondern stimmgewaltige Fans aus anderen Stadien, da irgendwie unsere Spieler da im Norden das Gefühl zu geben, sie haben da auch ihr Heimspiel. Also kann nicht funktionieren. So, dann ist es einfach so generell, der ganze Kommerz, das ganze Verhalten auch von Spielern mittlerweile und die fehlende Identifikation, die bringt selbst die Leute, die sonst immer dafür gebrannt haben, langsam immer weiter vom Verein weg. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil wie gesagt, bei uns ist es auch so. Unabhängig von Corona, auch davor war es schon so, dass wir nicht mehr so gefahren sind, wie wir es gemacht haben. Wir überlegen im Moment, unsere Jahreskarte komplett abzugeben, weil wir sagen, wir werden vielleicht ab und zu nochmal fahren, aber wir werden uns das alles, diesen ganzen Stress und so weiter, nicht mehr antun. Denn es fehlt komplett die Wertschätzung für Fans, für die Fanszenen und das wird immer weniger. Und wenn man dann so guckt, früher hatte man wirklich so Identifikationsfiguren wie einen Schweinsteiger, einen Lahm. Was gab es da alles? Ne? Jetzt hat man da nur noch, oder auch einen Ribbering Robben. Also ich will jetzt nicht nur darauf gehen, dass wir die Leute, die selber aus den eigenen Reihen dann irgendwann hochgezogen wurden, sondern so generell Spieler, die ja sehr für den Verein gebrannt haben, die sehr eng im Kontakt auch mit den Fans standen, die viel mit den Fans in der Kurve interagiert haben, die Herzblut für den Verein gezeigt haben und denen man das auch abgenommen hat. Abseits von, oh, jetzt bin ich hierher gewechselt, ich habe schon ewig in Bayern Bettwäsche geschlafen und mein größter Traum war schon immer zum FC Bayern zu gehen. So, und im Nachhinein hat man sogar irgendwo mal gehört, die haben das oder das gesagt oder eigentlich wollten sie gar nicht und dies und jenes und beim nächsten Verein sagen das Gleiche wieder. So, und das wird ja auch immer mehr. Die meisten Spieler, also so wirklich Identifikation mit Vereinen, hat man ja fast gar nicht mehr. Einerseits sind mir die Spieler, die da mit offen und ehrlich umgehen, die einfach wie ein Söldner sich verhalten und auch gar nicht groß versuchen, den Verein wie eine Herzenssache an oder zu behandeln. Insofern lieber, weil ich damit eher umgehen kann. Dann kann ich sagen, okay, der ist so, ich erkenne die Leistung an, es ist okay, aber er wird halt nie, ja, er wird halt für mich nie eine Identifikationsfigur, wo ich wirklich so auch die Beziehung zu habe oder das Herzblut für aufbringe. So, aber dann, wie gesagt, noch schlimmer finde ich ja wirklich diese Leute, die das dann so tun, als ob und dann hinterher und dann wird man ist ja mehr als einmal schon enttäuscht worden, auch als Bayern-Fan. Das ist ja gar nicht die Frage. So, und das nimmt ja immer mehr überhand. Ne? Dann kommt immer diese Sache mit der Wertschätzung und auf einmal sind sie weg. Nee, da geht es nicht um Wertschätzung, geht es hier um die Kohle mehr. Das ist wie beim Alaba, der braucht mir nicht erzählen, dass es nicht um Geld ging. Das nimmt man diesen Leuten jetzt einfach nicht mehr ab. Und das wird halt immer mehr. Und wo soll man sich da als Fan noch identifizieren? Und der ganze Verein geht ja so in diese Richtung, dass man da wirklich dann merkt, denen ist das Geld wichtiger, denen ist egal, was die Fans sagen. Höhepunkt war jetzt diese Sache mit Qatar Airways, wo der Michael Ott diesen Antrag gestellt hat, dass das da auf der Jahreshauptversammlung überhaupt zur Sprache kommt, dass man das total ignoriert, dass man das gar nicht durchwinken will, dass man da schon mit dem Anwalt hinterhergeht und gegen seinen eigenen Verein geht man da irgendwo. Warum kann man sich das nicht wenigstens anhören? Ob das sinnig ist, ob man so weit gehen kann zu sagen, oder ob der Verein sich da so weit reinreden lässt, ist eine andere Frage. Aber wenn man dem Fan sogar das Gefühl gibt, du als Fan und auch als zahlendes Mitglied, denn das kommt ja dazu, es ist ja ein Mitglied, der zahlt,
Es ist uns ganz egal, was du sagst. Und selbst das, was man auf der Jahreshauptversammlung machen kann, sprich, dass man das beantragt und dass die auch dafür da ist, dass man sich äußern kann oder auch mal was anbringen kann, wenn man selbst da abgeschnitten wird, ja, dann muss man sich auch als Verein irgendwann nicht mehr wundern, wenn selbst die Treuesten der Treuen irgendwann mal sagen, jetzt haben wir aber die Nase voll. Das ist wie eine Liebesbeziehung. Wenn nur einer gibt, dann funktioniert das nicht. Und irgendwann wird von dem die Liebe irgendwann sterben. Und der wird sagen, ja, wozu mache ich das alles? Ich kriege nichts wieder. Und da braucht der FC Bayern mir nicht kommen mit, wir kriegen ihn wieder in Form von Titeln. Denn gerade diese Fans, um die es geht, die ihr Herzblut geben und so weiter, denen sind die Titel, ich will nicht sagen egal, aber ich bin auch so ein Mensch, der sagt, ich würde gerne mal 2, 3 Jahre zweite Liga spielen, damit sich ich sag mal, die Fanszene wieder sortiert. Mit so ein bisschen Auslese betrieben wird. Und diese Leute, die es einfach nur schick fanden zum FC Bayern, das ist ein bisschen aussortiert wird, wie, oder wie man es nennen will. So, ich kann eher damit leben, wenn man mal 2 Saisons oder so richtig scheiße spielen würde, weil es gerade nicht läuft oder weil die Spieler mal eine schlechte Phase haben. Die hat jeder Mensch im Leben und auch wir arbeiten nicht immer hundertprozentig richtig. Damit kann ich eher leben, wenn aber diese Spieler eine Wertschätzung den Fans gegenüberbringen, den Vereinen gegenüberbringen, wenn die sich trotzdem insofern richtig reinhängen, dass die mir zeigen, die sind identifiziert oder identifizieren sich mit dem Verein. Dass der Verein mir zeigt, okay, wir halten gewisse Werte des Vereins aufrecht, auch die die Fans wichtig finden. Dafür können wir euch aber vielleicht nicht einen bestimmten Superstar jedes Mal liefern. So. Es ist klar, heutzutage ist Fußball ein Geschäft und wir brauchen nicht drum reden und auch der FC Bayern will sein Geld verdienen und das Kommerz, dass es nicht ohne geht und dass gewisse Fußballromantik nie wiederkommen, alles kein Thema. Aber es ist so extrem geworden und gerade bei uns so extrem geworden, dass es eben auch klar ist, dass einige dann sagen, ja, okay, aber das ist nicht mehr meine Welt und das ist nicht mehr der Fußball oder der Verein, in den ich mich damals fußballtechnisch verliebt habe. So, und in dem Moment gehen immer mehr von diesen Leuten, die sonst mit Herzblut dabei waren, gehen dem Verein verloren und es werden keine Leute so nachrücken, weil das auch jetzt gar nicht mehr so gemacht wird. Es ist jetzt allein durch Corona 2 Jahre mehr oder minder immer wieder Einschränkungen, auch im aktiven Amateurbereich, beim Hobbyfußball und so. Das heißt, auch die Kinder kommen gar nicht mehr so in diese Fußballleidenschaft. Da sind Sachen, dann konnten die nicht ins Stadion gehen. Also der Papa kann seinen kleinen Sohn nicht mit in die Kurve nehmen und sagt, Mensch, hier anfeuern oder so. Da geht ja auch ganz viel verloren und es wächst so oder so nicht so viel nach und Corona beschleunigt das dann noch. So, und da ist es halt die Frage, will der Verein das wirklich oder will der Verein zusehen, dass er jetzt die Leute, die noch da so mit Herzblut waren, weil da sind ja durchaus noch viele junge Leute bei. Dabei den Ultras, das sind ja eher noch die jüngere Generation, die jetzt dann irgendwann auch die Kinder haben und so weiter. Wenn die ihre Leidenschaft weitergeben, dann wächst ja auch wieder die nächste Generation so ein bisschen leidenschaftlich ran. Wenn die jetzt aber auch irgendwann sagen, hey, Moment mal, das ist alles nicht mehr das, wofür wir gelebt haben und dafür reißen wir uns hier mal den Hintern auf, das bringt aber alles nichts mehr und die Leidenschaft geht verloren, dann werden die auch ihre Kinder nicht mehr in die Kurve bringen und sagen, du, ne? Oder denen das Vorleben zu Hause, dann wird der FC Bayern da nicht mehr das große Thema sein. So, und demnach wird man dann irgendwann in ein paar Jahren, wird das, was jetzt für Schlagzeilen sorgt, weil man so, oh Gott, was ist denn das? Das wird irgendwann normal sein. Und auch bei anderen Vereinen wird es irgendwann normal werden, wenn vielleicht auch mit einigen Jahren Verspätung, weil eben da das Grundgerüst noch ein bisschen anders ist, als das bei uns schon immer war. Aber es wird kommen. Und die Vereine sollten sich fragen, ob es das ist, was sie wirklich wollen. Und ob das der Preis ist, den sie zahlen möchten dafür, dass sie den Spielern immer und immer mehr Geld geben können und dafür immer und immer weniger Identifikation mit dem eigenen Verein bekommen. Mein Weg, der von meinem Mann und der auch von einigen Freunden, die wir kennen, ist es nicht. Und deshalb gehen wir ihn auch nicht mehr in dieser Form mit. Ich glaube, wer einmal wirklich so leidenschaftlich Bayern-Fan war und diesen Verein hier tief im Herzen trägt, der kann nicht komplett loslassen. Also ich kann es nicht. Ich habe zwischendurch manchmal gesagt, ach komm, alles weg hier, ne, gucke ich auch keine Spiele mehr und abschließen das Kapitel. Geht nicht. Es geht nicht. Also wahrscheinlich kann das nur jemand, der nie wirklich Fan war, sondern wie schon gesagt, Sympathisant, der kann vielleicht auch sagen, hey, ist eine Phase, so wie ich das mit anderen Dingen habe, da gab es mal eine Phase, da habe ich das gern gemacht und irgendwann dann, ja, nee, lass mal. So, aber beim Verein geht es nicht. So, das heißt, der FC Bayern, ich werde die Spiele gucken, wir werden uns hier mit Fanclub-Leuten treffen, mit Freunden auch aus der Szene noch, mit denen wir Spiele verfolgen, wir werden fluchen, wir werden emotional teils auch dabei sein, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber das mit dem Stadion wird sich zumindest für den Hauptteil einer Saison erledigt haben. Und von daher,
Ich finde es schade und traurig und mich hat das am Wochenende auch irgendwie sehr mitgenommen, das nochmal wieder so deutlich vor Augen zu bekommen, was man ja zwar selber gespürt hat und was selber ja auch schon auf die eigenen Sachen Auswirkungen hat, aber das jetzt nochmal so zu sehen und dann so vorgeführt zu werden von der Presse, von den anderen Fans, das ist schon sehr bitter und das, ja, dadurch hat auch dieses schöne 4:0, worüber man sich ja eigentlich gefreut hat, auch wieder einen Fadenbeigeschmack, für mich zumindest. Und das zeigt eben, dass für mich nicht der Erfolg und die Titel an erster Stelle stehen, sondern so das Ganze drumherum auch mit wichtig war. Ja, und das gab es halt leider nicht mehr. Oder es gibt es leider nicht mehr. Ja, das war jetzt wirklich viel, viel Gequassel. Ich habe gesagt, das muss einfach mal raus und dass man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und wirklich mal so ein bisschen sagt, wie ist es denn überhaupt? Weil die Presse schreibt viel und außer diese Klischees, Operettenpublikum, ja, aber wie zeichnet sich das aus und woran kann es denn liegen? Und wo sind denn die Ursachen zu finden oder so? Oder was sind zumindest die Sicht der aktiven Fans, wo die Ursachen sind? Das musste einfach jetzt mal raus, so nach diesem Wochenende. Das hat mich einfach getriggert, das hat mich einfach jetzt beschäftigt. Und daher gab es jetzt einfach mal wieder so ein Video in Sachen Fußball. Das nächste wird vermutlich eher wieder in Richtung Urlaub gehen, denn es steht ja im April für uns die Kreuzfahrt auf dem zweitgrößten Kreuzfahrtschiff der Welt an. Und wir haben vor ein paar Tagen eine Mitteilung bekommen, dass wir auch beruflich noch so ein Highlight vor uns haben in Sachen Reisen. Und dazu gibt es dann vielleicht nochmal extra ein Video. Aber das hier jetzt erstmal so von mir aus der Sicht eines Fußballfans, der, ja, der jetzt merkt, dass alles sich irgendwie zum Negativen verändert hat. Ja, dennoch sage ich natürlich, Beste immer draus machen. Euch allen noch eine schöne Restzeit und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.